die Verstorbenen an die erschossen, ermordeten Juden, 6 Millionen in der Zeit des Holocaust, der Shoah, die wir dann in Hebräisch das nehmen. Und bevor wir beginnen, werden wir 6 Kerzen als Erinnerung an 6 Millionen Juden anzünden. Ich weiß, dass Stadträte hier im Saal sind. Dann werde ich sie bitten, die Kerzen anzünden. Felix. Ja, es fällt nur ein Gebetbuch oben. Amen.
ושני שרפו, ושני תבעו ושנך נקו, על קידוש השם, על ידי הצורים הגרמנים ועוזרי משאל עמים, עמם שמם וזכרם, ...45 weitergehen und kontinuierlich wuchs. Die neue Synagoge ist eine wichtige Frucht davon. Jetzt während unserer Gedenkveranstaltung ist die Synagoge aus Sicherheitsgründen geschlossen, aber ich bin gebeten worden, sie jetzt schon zum koscheren Buffet danach und zu einem Konzert der Jugend einzuladen. Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Deshalb sind wir hier.
Vor 78 Jahren, in der Nacht von dem 9. auf den 10. November 1938, fand die Reichspogromnacht statt. Über 1400 Synagogen, tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Am 10. November wurden ungefähr 30.000 Juden im Konzentrationslager inhaftiert. Auch die Synagoge in Freiburg wurde zerstört. Deshalb sind wir hier. Wir können diesen Tag nicht vergessen. Wir brauchen die Erinnerung. Ja, wir bestehen auf sie. Zum Hören, zum Schweigen, zum Erinnern und zur Stärkung des aufrechten Ganges. Gerade heute, an dem die sogenannte Pegida an verschiedenen Orten oder die Tübida in Jena mobilisiert, gerade heute, wo die USA den 9. November erneut zu einem historischen Tag gemacht haben, stehen wir vielleicht noch bewusster hier. Gegen alte und neue Menschenverachtung stellen wir die Erinnerung. Denn wir können nicht denken, ohne uns zu erinnern. Elie Wiesel hat einmal gesagt, ich glaube daran, dass nur die Erinnerung gegen die Gleichgültigkeit ankämpfen kann. Das Gegenteil von Erinnerung und Gedächtnis ist nicht vergessen, es ist Gleichgültigkeit. Solange wir uns erinnern, gilt das, woran wir uns erinnern, unserem Kampf und unserer Sensibilität eine andere Dimension. Erinnern heißt, den Glauben an die Menschheit zu erneuern, der Menschheit zum Trotz. Mike Schweitzer haben wir schon gehört, der diese Zeit des Gedenkens musikalisch umarmt. Für die Stadt Freiburg hören wir nun Frau Bürgermeisterin Wasser Stücken. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Stadt und der Freiburger Bürgerschaft zu dieser Gedenkfeier. Heute wollen wir gemeinsam an die Zerstörung der Synagoge Freiburg in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnern. Ich danke Ihnen, dass Sie in so großer Zahl trotz dieser Wetterlage gekommen sind. Besonders herzlich möchte ich Frau Katz, Frau Lakaien, Frau Haberland-Krüger, Frau Janssen, Herrn Filippi, Herrn Gaber, Herrn Schreber und Professor Schwendemann willkommen halten. Denn die jüdischen Gemeinden und die beiden Kirchen sind Teil eines Bündnisses, das sich dafür einsetzt, dass die Erinnerung an den 9. November 1938 lebendig bleibt. Dieses Bündnis ist wichtig für die Stadt, für unsere städtische Kultur. Es ist ein Garant dafür, dass heute in Freiburg rechtsradikales Gedankengut, dass Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz keinen Raum finden, sondern dass eine engagierte Bürgerschaft hier für ein Klima der Toleranz, des Vertrauens und der Offenheit einsteht. Deshalb möchte ich all denen herzlich danken, die immer wieder ihren Teil zu diesem Klima der Toleranz, der gegenseitigen Achtung beitragen, sei es in den Kirchen, sei es in den Organisationen, sei es im Gemeinderat oder in den Schulen. Meine Damen und Herren, wir sind heute zusammengekommen, um uns zu erinnern. Das furchtbare Geschehen, das in diesem 9. November jährt, rückt weiter von uns fort in der Zeit von Jahr zu Jahr. Und wir dürfen nicht aufhören, uns an das geschehene Unrecht zu erinnern und zugleich derer zu gedenken, die dem Unrecht zum Opfer fielen. Zu Beginn der Nazi-Herrschaft lebten rund 1400 jüdische Bürgerinnen und Bürger hier in Freiburg. Nach Jahrhunderten der Verfolgung und Ausgrenzung hatten sie hier seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Heimat gefunden. Es begannen die Blütejahre der Gemeinde, in denen die Juden in Freiburg endlich in der Stadt und im städtischen Leben etabliert und akzeptiert wurden, mit allen bürgerlichen Rechten,
in anerkannten Berufen als Handwerker, Fabrikanten, Händler, als Professoren, Ärzte, Anwälte, als respektierte Bürgerinnen und Bürger. Mit der Reichspogromnacht erreichte die Eskalation des Terrors und der Schikane gegen die jüdischen Mitbürger und Bürgerinnen einen vorläufigen Höhepunkt in ganz Deutschland. In den frühen Morgenstunden des 10. November gegen 3 Uhr wurde die Freiburger Synagoge angezündet. Für die Brandstiftung waren der Freiburger SS-Standartenführer und der SA-Brigadeführer sowie der Freiburger SS- und Polizeiarzt mit einigen anderen SS- und SA-Leuten verantwortlich. Die Feuerwehr war zwar vor Ort, löschte aber nicht den Brand der Synagoge, sondern sicherte nur ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude. Am Vormittag des 10. November sprengten SA und SS die Brandruine. In der gleichen Nacht wurde der jüdische Friedhof an der Elsässer Straße geschändet. Nazis rissen Grabsteine um und schändeten die Leichenhalle. Meine Damen und Herren, die Nazis haben nicht einmal 10 Jahre gebraucht, um das jüdische Leben in Freiburg zu zerschlagen und auszulöschen. Zunächst, um die Menschen aus der Stadt zu verjagen, ihnen die Würde und die bürgerliche Existenz zu nehmen. Dann den materiellen Besitz zu stehlen, das geistige Zentrum, die Heimat der Gemeinde zu zerstören, die Synagoge. Und schließlich, um die Menschen zu deportieren und zu ermorden. Seit 29 Jahren ist mit der neuen Synagoge wieder jüdisches Leben in Freiburg sichtbar. Und zwar nicht irgendwo am Rand, sondern im Herzen der Stadt. Die Nähe und Nachbarschaft der neuen Synagoge zu Münster, die vom Erzbistum bewusst unterstützt wurde, sind Ausdruck dafür, dass die Stadt den jüdischen Gemeinden eine Heimat sein möchte. Denn die jüdischen Gemeinden sind ein wichtiger Teil unserer städtischen Gesellschaft. Wir stehen als Stadt, als städtische Gesellschaft vor vielen elementaren Herausforderungen in sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, ökologischen Zusammenhängen. Aber die wichtigste Aufgabe ist es, unsere Stadt zu einem Ort des friedlichen und achtungsvollen Miteinanderlebens zu machen. Damit erst schaffen wir die Basis für das Gelingen all unserer anderen Unternehmungen. Freiburg ist nach wie vor eine weltoffene, tolerante Stadt. Hier leben Menschen aus 150 Nationen mit den verschiedensten Glaubensrichtungen. Mit ihnen allen müssen wir jeden Tag aufs Neue unser Gemeinwesen so gestalten, dass eine lebenswerte Stadt entsteht. Eine Stadt, die geprägt ist von Toleranz und Solidarität, von der Pflege unterschiedlicher Traditionen und der Achtung vor der Kultur der anderen. Eine Stadt, die der neuen Synagoge und den jüdischen Gemeinden eine gute Heimat ist. Lassen Sie mich einige Anmerkungen machen zu der aktuell geführten Diskussion um die Gestaltung des Ortes, an dem die alte Synagoge bis zum 9. November 1938 stand. Hierbei kommen viele verschiedene unterschiedliche Aspekte und Argumente zum Tragen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass nicht über das Ob, sondern nochmals über das Wie eines Gedenkortes diskutiert wird. Zu keiner Zeit und von keiner Seite wurde, und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, in Frage gestellt, dass am Platz der alten Synagoge ein Ort des Gedenkens und des Erinnerns geschaffen werden soll. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass zusätzlich zu dem geplanten Wasserspiegel auf dem Grundriss der früheren Synagoge Teile der nun gefundenen Fundamentreste in ein erweitertes Mahnmal integriert werden können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine einvernehmliche Gestaltung finden werden. Denn was außer jeder Frage steht, ist unsere grundsätzliche Haltung. Ein deutliches Bekenntnis, dass in unserer Stadt zur Zeit des Nationalsozialismus Unrecht und Verbrechen geschehen sind, verbunden mit unglaublichem Leid für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dass wir die Verantwortung dafür übernehmen wollen, dass sich so etwas nicht wiederholt und dass es deshalb unsere Aufgabe ist,
uns zu erinnern und dem Erinnern einen angemessenen Ort zu geben. Der jüdische Schriftsteller und Nobelpreisträger, Sie haben denselben gewählt wie ich, Elie Wiesel, schrieb die eindringlichen Sätze: Der Gegensatz, ich zitiere, der Gegensatz von Liebe ist nicht Hass. Der Gegensatz von Erinnerung heißt nicht vergessen, sondern es ist nichts anderes als jedes Mal die Gleichgültigkeit. Aus dem Erinnern wächst die Verantwortung, für die Zukunft einzugestehen. Dabei soll kein Raum sein für Gleichgültigkeit, sondern für Engagement und beherztes Handeln. Zum Schluss möchte ich auch noch auf die beiden folgenden Veranstaltungen im Anschluss an die Gedenkfeier hinweisen. Um 19 Uhr findet hier im jüdischen Gemeindezentrum ein Konzert statt und zur gleichen Zeit findet in der Kuppertur am Münsterplatz ein musikalischer Workshop der egalitären jüdischen Gemeinde statt. Zu beiden sind Sie herzlich eingeladen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als Vertreter der Zivilgesellschaft spricht nun Lukas Greber, Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes im Bund der Antifaschisten. Sehr geehrte Mitglieder der israelitischen Gemeinde, verehrte Anwesende, auf den Tag 78 Jahre ist es nun her, dass die Freiburger Synagoge von SS und SA-Leuten in Brand gesetzt und gesprengt wurde. Und auch in der Schändung des jüdischen Friedhofs verkörperte man eine Stimmung und Bewegung im ganzen Lande, die in der Zerstörung von nahezu 90 Synagogen in Baden und in reichsweit über 1400 Synagogen ihren Ausdruck fand. 78 Jahre. Das ist für Menschen meiner Generation und folgender Generation eine Zeitspanne, deren Ereignisse am anderen Ende sich nicht mal ebenso ins Gedächtnis einprägen und in Erinnerung rufen lassen und aus denen man voraussetzungsfrei lernen könnte. Ab 78, 80 oder 100 Jahre. Hier liegt nicht mehr der Unterschied. Uns ist es und war es noch als eine der letzten vergönnt, Zeitzeugen persönlich von ihren Traumata der NS-Zeit berichten zu lassen und deren Realität vor Augen geführt zu bekommen. Doch der direkte und unmittelbare Kontakt zu den Ereignissen ist uns immer weniger vergönnt. Erhalten bleiben uns Institutionen und Vereine, wie zum Beispiel die VVN-BDA, die unmittelbar aus der Erfahrung geboren, von KZ-Überlebenden nach der Befreiung gegründet wurde. Und es bleiben eben Gedenkveranstaltungen wie diese hier heute. Wie gehen wir heute, wie gehen wir in Zukunft mit dieser Erinnerung um? So wie unser Gedenken nicht von den Ereignissen 1938 zu trennen ist, dürfen wir gleichzeitig nicht vergessen, unser Erinnern und Mahnen an gegenwärtige Ereignisse zu verknüpfen. Keiner wird verhehlen, dass sich die Voraussetzungen unseres alljährlichen Zusammentreffens am 9. November in den letzten Jahren und auch gerade seit heute früh konkret geändert haben. Mit der Wahl eines Donald Trump ist eines der politischen Horrorszenarien, vor denen man lange nur mahnen konnte, Realität geworden. Auch in Deutschland dürfen nicht erst das Wahlergebnis der Bundestagswahl im kommenden Jahr in Befürchtung eines weiteren Wahlerfolgs der AfD abgewartet werden. Abseits diverser Einzüge in die Landtage dürfen wir nicht verdrängen, was längst Teil unserer politischen Realität geworden ist. Im ersten Halbjahr 2016 registrierten Pro Asyl und die Amadeo-Antonio-Stiftung fast dreimal so viele Angriffe bezogen auf Flüchtlinge wie im Halbjahr 2015. Nämlich 715 Angriffe insgesamt, davon 90 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, 126 tätliche Übergriffe und 202 durch Angriff Verletzte. Es wird deutlich, die Wut richtet sich nicht gegen heraufbeschworene Gefahren und sichtbare Tatsachen. Selbst die Zahl der Flüchtlinge ist in diesem Jahr im Halbvergleich zu 2015 in diesem Halbjahr zurückgegangen. So wie wir uns an diesem Tag von einer brennenden Synagoge mahnen lassen, so sollten wir uns von brennenden Flüchtlingsheimen aktuell mahnen lassen und die Gefahr der politischen Haltung,
die damals wie heute dahinter steht, erkennen. Mit den geistigen Brandstiftern, die mit Worten, Hetze oder subtiler Doppelzüngigkeit ein Klima erzeugen, das über die meisten Parteigrenzen hinweggeht, das dazu ermuntert und legitimiert, aus Worten Taten folgen zu lassen. Die mit offenem Hass und Rassismus Stimmungen im Wahlvolk nachzuspüren versuchen und diese offenbar und unverkennbar, und das ist der entscheidende Punkt, auch finden. In Menschen, die in ihren auch von der Politik verursachten oder ignorierten Problemen mangels Alternative oder mangels Wissen fremdenfeindliche Polemik ausblenden. Menschen, die wieder besseres Wissen ein Zeichen setzen wollen. Oder Menschen, die aus unverhohlen rassistischen Motiven Rechtspopulisten ihre Zustimmung ausdrücken. In dieser alltäglichen politischen und gesellschaftlichen Realität besteht ein Anknüpfungspunkt für alle von uns zu den Ereignissen von vor 78 Jahren. Für mich als Teil einer jüngeren Generation, für die älteren Generationen, für Menschen, die mit dem Schicksal der Freiburger jüdischen Gemeinde von vor 78 Jahren persönlich verknüpft sind, die sich in der hiesigen Region verwurzelt fühlen, Zugezogene oder aus weit entfernteren Gesellschaften zu uns Geflüchteten. Denn auch im scheinbar so idyllischen Freiburg fanden Parteien wie die AfD Zuspruch. Wir müssen nicht den Finger heben und nach Sachsen zeigen. Auch unter uns, in der Mitte unserer Stadtgesellschaft, gilt es aufmerksam zu sein und zu bleiben. 1938 traf das Verbrechen jüdische Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, verübt von einem noch größeren Teil der Mitte derselben Gesellschaft. Die brennende Synagoge stand damals als Teil der Stadt mitten in ihr für alle sichtbar und brannte auch für alle sichtbar, ohne dass die damaligen Hilfsgruppen eingriffen. Dieses schmerzhafte Mahnmal im Herzen unserer Stadt sollte uns für immer daran erinnern, dass der Rassismus und Hass, der zum Brand der Synagoge führte, auch heute keineswegs ausgeschlossen ist. Und wenn wir die direkte Verbindung ziehen wollen, schon wieder oder immer noch in der Mitte unserer Gesellschaft verankert ist. Wenn wir heute gezwungen sind zu überlegen, wie wir die Anknüpfung in der Erinnerung an die NS-Zeit ohne menschliche Zeitzeugen zu schaffen wollen und mitten in Freiburg steinerne Zeitzeugen in Form der freigelegten Grundmauern der damals zerstörten Synagoge an die schrecklichen Ereignisse des 9. November erinnern könnten, diese aber drohen, aus dem öffentlichen Blickfeld zu verschwinden, ohne den Dialog mit der Stadtgesellschaft geführt zu haben, so müssen wir uns und muss die Politik sich die Frage gefallen lassen, welche Schlüsse ein solcher nachlässiger und ignoranter Umgang mit unserer aller Vergangenheit über den Umgang mit heutigen rechten und rassistischen Bestrebungen zulässt. Ich danke Ihnen. Den Text der Freiburger Jüdin und Schriftstellerin Ingeborg Hecht, von der wir jedes Jahr hören, wird heute vorgetragen von Heike Janssen. Im Jahre 1338 hat man den Juden der Stadt Freiburg einen Freiheitsbrief übergeben mit der Zusicherung, dass sie nicht belästigt werden dürften. Genau 600 Jahre später, 1938, sprengten in den frühen Morgenstunden des 9. November SA und SS-Leute die Synagoge, die im Jahre 1870 am Werdering erbaut worden war. Damals musste auch Rabbiner Dr. Scheuermann hier stehen. Man hatte ihn genötigt, die Vernichtung seines Gotteshauses mit anzusehen. Ein Schüler des nahen Berthold-Gymnasiums erinnert sich. Wir gingen ans Fenster. Wir sahen die Flammen. Wir sahen auch die Männer der Feuerwehr. Sie taten nichts. Sie hatten nichts tun können. Auf ihre dringliche Anfrage verbot telefonisch der Generalstaatsanwalt in Karlsruhe das Löschen. Niemand tat etwas.
Die Freiburger Schriftstellerin Lotte Päfke erinnert in ihrem Buch »Ein kleiner Händler, der mein Vater war« von der Verhaftung des Kaufmanns und Stadtrates. Die Synagogen brannten. Der Vater war fort, verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er konnte in der Stadt sein oder in der Umgebung. Er konnte auf einem Transport sein oder tot. In den nächsten Tagen war unser Haus voll von verstörten, weinenden Frauen, Töchtern, Schwestern, abgeholter Männer, Väter, Brüder. Es gab Gerüchte aus Ängsten, Gerüchte aus Hoffnungen, aber niemand wusste. Heute wissen wir. Und was wir wissen, das dürfen wir nicht vergessen. Darum sind wir hier und darum werden wir immer wieder herkommen, an diesem Gedenkstein. Über den schrecklichen Freiburger Morgen berichtet am 26. November der Vorstand der Gefängnisse Freiburgs dem Generalstaatsanwalt nach Karlsruhe. Am 20. November wurde ich früh nach 5 Uhr von der Gestapo angerufen, wie viele Juden ich sofort aufnehmen könne. Im Laufe des Tages wurden nicht weniger als 137 Juden eingeliefert, die am gleichen Abend mittels Sonderzug nach Dachau abgeliefert wurden. Die Schüblinge, die abgeliefert wurden, das waren Kaufleute, Lehrer, Rechtsanwälte, Tapezierer, das waren Laboranten, Gärtner, Metzger, Landwirte, die großen und kleinen Händler, die stets den Nutzen des Landes gemehret hatten, wie man früher sagte. Man schleppte sie an aus Gieringen, Ettenheim, Malsch aus Mühlhausen, Endingen, Nonnenweiher aus Thiengen, Schmierheim, Breisach und aus vielen anderen Orten des Breisgaus und seiner Umgebung. Hierzu der Vorstand des Gefängnisses. Ich hatte vor der Einlieferung das Personal durch Oberverwalter Burkhardt besonders auf die Pflicht hingewiesen, bei dieser Gelegenheit sich der alten Tradition würdig zu zeigen und alles Schikanieren, Beschimpfen oder gar Misshandeln der Gefangenen peinlich zu unterlassen. Wo Ansätze außenstehender Begleitmannschaften zu Exzessen sich zeigten, wurde ihnen vom Personal sofort entgegengetreten. Ich begab mich am Abend des 10. November zur abgebrannten Synagoge, wo mehrere hundert Menschen schweigend umherstanden. Ausbrüche der Freude habe ich dabei nicht feststellen können. Allgemeine Zustimmung aber fand anscheinend die von Minister Göring den Juden auferlegte Sühne von 1 Milliarde Mark. Nach diesem 9. November kamen die furchtbaren und grausamen Sondergesetze gegen die Menschen jüdischer Herkunft. Gesetze, durch den Volksempfänger gebrüllt und in den Zeitungen kommentiert. Angewandt vor den Augen der Angehörigen eines Kulturvolkes, der Erwachsenen und der Kinder, der Lehrer und der Schüler, der Zeitungsleser und der Radiohörer. Wenn sie sahen, auf den Parkbänken, in den Straßen und Eisenbahnen, vor den Kinos und Theatern, vor den Gasthäusern und am Strandbad, die Schilder für Juden verboten. Und die Auswirkungen haben nicht nur wie in der Pogromnacht Männer, Väter und Brüder getroffen, sondern alle Menschen jüdischer Herkunft. Im Jahre 1933 lebten in Freiburg 1138 Juden. Im Jahre 1942 kein einziger mehr. Ich bin Michael Philippi und ich spreche nun zu Ihnen als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Freiburg. Liebe Gedenkversammlung, die Evangelische Landeskirche in Baden, zu der ich gehöre, beugt sich unter die Schuld der Christenheit am Leiden des jüdischen Volkes.
besteht es in der Grundordnung unserer Kirche. Das ist ein Bekenntnis der Schuld und eine Verpflichtung zugleich. Heute beugen wir uns unter eine konkrete Schuld, derer wir gedenken. Wir stehen jetzt an einem Ort der Hoffnung, dem Ort der neuen Synagoge in Freiburg. Aber auch die 1938 zerstörte Synagoge war, historisch gesehen, eine junge Synagoge. So wurde sie auch genannt. Denn erst 1870 gab es wieder eine jüdische Gemeinde in Freiburg, die in der Lage war, eine solche zu errichten. Mit dem Beschluss des Stadtrates von 1401, dass da kein Jud zu Freiburg nimmermehr sein soll, galt bis 1809. Dazu haben auch wir Kirchen beigetragen. Auch wenn die evangelische Kirche erst zusammen mit der jüdischen Gemeinde in Freiburg wieder zugelassen wurde. Die Synagoge, das Versammlungshaus, Bet-El, das Haus Gottes. Hier wurde gelacht, geweint, geliebt, gebetet und gefeiert, gesungen und getrauert, bis kein Raum mehr da war. Kein Raum, nicht mal mehr ein Raum Gottes, ein Raum des Gebets, der Klage, der Zuflucht. Wieder kein Raum, wieder kein Ort. Die Erfahrung war nicht neu. Neu war die Präzision und die gnadenlose Konsequenz der Verfolgung, die spätestens nach dem 9. November 1938 das Schweigen der christlichen Mehrheit in diesem Land mit einkalkulieren konnte. Wieder kein Raum, wieder kein Ort. Diese Erfahrung war unseren Mitmenschen jüdischen Glaubens nicht neu, aber sie wurde im Glauben auch immer wieder ihrer beherrschenden Macht entwunden. Ich habe mich gefragt, ob in der am 9. November zerstörten Synagoge auch die Worte des 74. Psalms als ein Gebet über eine überwunden geglaubte Situation gebetet wurde. Und ob er heute als ein Gebet über eine überwunden geglaubte Situation gebetet werden kann. Wir lesen, hören und vielleicht beten wir Verse aus dem über 2500 Jahre alten 74. Psalm, der als Weisheitslied überschrieben ist. Der Feind hat im Heiligtum alles verwüstet. Deine Gegner brüllten inmitten deiner heiligen Städte, stellten ihre Zeichen als Siegeszeichen auf. Es sah aus, als holte man aus mit Äxten im Dickicht des Waldes. Dann zerschlugen sie all deine Schnitzereien mit Beilen und Brechstangen. Sie steckten dein Heiligtum in Brand, entweihten die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sprachen in ihrem Herzen, sie wollen sie alle unterdrücken, und sie verbrannten alle Versammlungsorte Gottes im Land. Zeichen für uns sehen wir nicht. Es ist kein Prophet mehr da. Wie lange noch? Wie lange noch, Gott, dürfen die Gegner höhnen? Wie viel Weisheit, wie viel bittere Erfahrung, kollektive Erinnerung liegen in diesem alten Psalm zugrunde, dass er so präzise die Reichspogromnacht beschreiben kann. Mit dem Angriff auf jüdische Menschen, ihre heiligen Schriften und ihr wirtschaftliches und soziales Leben am 9. November 1938 offenbarte das Naziregime das Ziel, mit dem jüdischen Volk auch die Erinnerung und den Glauben an den Gott Israels auszulöschen. Die Kirchen ließen mehrheitlich diese Verbrechen an den Juden und Jüdinnen in mutlosem Schweigen geschehen.
Einzelne Christinnen und Christen, die den Weg des Widerstands gingen, konnten sich auf die Unterstützung ihrer Kirche nicht verlassen. Zu tief verwurzelt waren im europäischen Christentum Ablehnung und Ausgrenzung der Juden. 2000 Jahre christliche Judenfeindschaft machen die allermeisten gefühlslos gegenüber dem staatlich propagierten Judenhass und der organisierten Vernichtung. Für die NS-Führung war der Novemberpogrom der Test, der ihr zeigte, dass sie bei der Judenverfolgung freie Hand haben würde. Und obwohl wir Christen und Christinnen den Juden Jesus als Messias bekennen, wuchs in den Kirchen auch nach dem Zweiten Weltkrieg nur zögernd die Erkenntnis der Mitschuld am Schicksal der Brüder und Schwestern Jesu. Umso mehr ist uns heute die Erneuerung des Verhältnisses christlicher und jüdischer Menschen aus ihrer gemeinsamen Wurzel bleibende Verpflichtung. Für die Kirchen hat der 9. November 1938 eine Bedeutung, die hoffentlich weit über das 20. Jahrhundert hinaus wirksam bleibt. Die Erinnerung an ihre Passivität, als der Glaube an den Gott des Alten und ich denke auch des Neuen Testamentes ausgelöscht werden sollte. Aber das Gedenken der Schuldiggewordenen und ihrer Nachkommen unterscheidet sich vom Gedenken der Opfer und ihrer Nachkommen. Versöhnung darf keine billige Gnade sein. Zukunft braucht Erinnerung. Daran haben uns auch die Worte aus dem 74. Psalm erinnert. Und er erinnert uns und macht uns auch bewusst, dass die Tora, dass die Bibel ein Buch voller Kriegsspuren ist, das uns auf den Weg des Friedens und der Versöhnung führen will, gegen das Vergessen, wieder die Gleichgültigkeit. Kriegsspuren. Unter diesem Thema findet in diesen Tagen die Friedensdekade mit zahlreichen wichtigen und informativen Veranstaltungen statt. Wenn wir uns beugen unter die Schuld der Christenheit am Leiden des jüdischen Volkes, wie es in unserer christlichen Grundordnung heißt, dann heißt das für uns heute, aufmerksam zu sein, aufzustehen gegen jede Form des Unrechts, jede Form der Menschenverachtung, die Menschen antun. Wieder kein Raum, wieder kein Ort. Wo kein Raum für Menschen ist, da ist auch kein Raum für Gott. Und vielleicht auch umgekehrt. Diese Erinnerung brauchen wir für unsere Zukunft. In Freiburg, in Deutschland, in Israel, in Syrien, in Afghanistan, überall auf der Welt. Und die Erinnerung lehrt uns auch, dass Widerstand gegen Unterdrückung nie früh genug beginnen kann. Denn er beginnt meistens zu spät. Es muss ein Widerstreben gegen die Akzeptanz von jeglicher Erniedrigung oder der Verweigerung von Menschenrechten geben. Elias Shakur, ein palästinensischer Friedensaktivist, Schriftsteller und Christ, hat das so ausgedrückt. Der Holocaust fing an, als die erste Person dreckiger Jude sagen konnte und damit durchkam. Ich danke Ihnen. Für die jüdischen Gemeinden hören wir heute Diana Lacaine von der Gescher-Gemeinde. Guten Abend. Mein Name ist Diane Tiferet-Lakin. Nicht einfach. Ich bin angehende Rabbinerin und derzeit bei der egalitären jüdischen Chabura Gescher, der liberalen jüdischen Gemeinde hier in Freiburg, tätig. Das ist das zweite Mal, dass ich hier mit Ihnen an einem 9. November stehe
Auf der Suche nach einer angemessenen Form des Gedenkens an das, was vor 78 Jahren in der Reichspogromnacht passiert ist. Viermal im Jahr, zuletzt an Shmini Atzeret, vor etwa 2 Wochen, ist es bei uns Juden Tradition, bewusst und im Gebet sich an die Seelen aller Verstorbenen zu erinnern. Das sogenannte Yizkor setzt sich vor allem aus 2 Gebeten zusammen, aus El Malal Rachamim und dem Kaddish. Mein Kollege, Kantor Daniel Kempin, wird gleich beide im Anschluss für die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden beten. In El Malal Rachamim sprechen wir Gott als einen Gott voller Barmherzigkeit an. El Malal Rachamim. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal finde ich es sehr schwierig, mich diesem Gott zuzuwenden. Vor allem, wenn ich mich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit beschäftige. Meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist groß und bleibt unerfüllt. Gott hat den Menschen sich selber überlassen, damals wie heute. In Anbetracht dessen frage ich mich immer wieder, was nutzt mir Gott, wenn Gott nicht eingreift, wenn Menschen einander Unrecht tun? Könnte ich doch nur sicher sein, dass Gott sich kümmert, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Die Realität aber spricht eine andere Sprache. Meine Sehnsucht nach Gott ist aber größer als meine Bereitschaft, Gott anzuzweifeln. Ich bleibe stur in meinem Glauben und klammere mich an Gott. Ich weigere mich, Gott den Rücken zu kehren, sondern fordere Gott stattdessen auf, seinem Ruf als Barmherziger gerecht zu werden. Das Gebet El Malal Rachamim stammt aus dem 17. Jahrhundert. Es wird zuerst in einer Chronik über Pogrome in der Ukraine erwähnt. Dort wurden zahlreiche jüdische Menschen brutal getötet. Die Menschen waren tot, aber ihre Seelen, so glaubten die Juden damals, lebten weiter. Mindestens der Seele gegenüber konnte Gott noch einiges wiedergutmachen. Und so beteten sie damals und so beten wir heute im Kontext der Shoah, dass den Ermordeten die Ruhe und Sicherheit, die ihnen im Leben verwehrt wurde, von Gott gegeben wird. Mögen ihre Seelen, wie das Gebet bittet, wie die Lichter am Himmel leuchten, zusammen mit den Heiligen und Reinen in der Höhe. Möge dies seine Wille sein. Ich habe dieses Gebet neulich bei der Verlegung von 3 Stolpersteine in Köln gesungen. Es wurde für 3 Menschen, eine Mutter, ihre erwachsene Tochter und ihren Schwiegersohn, die in Theresienstadt und Auschwitz ermordet wurden, Steine verlegt. Der Sohn des Ehepaares konnte nach England fliehen und einer seiner Söhne kam aus London angereist. Das waren meine Großeltern, sagte er und zeigte uns ein Bild auf dem Smartphone. Sie waren ganz normale Menschen, die enteignet und ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Er wollte, dass alle wissen, dass sie gelebt haben und dass sie zu Unrecht gestorben sind. Religiöse Bedürfnisse für diesen Tag, sagte er, hätte er keine. Als ich aber El Malal Rachamim gebetet habe, spürte ich die Anwesenheit der Seelen dieser Menschen. Helene Meyer, Rudolf und Martha Marx. Und auch die des Sohnes, Charlie Maxton, der nach England geflohen war und vor 20 Jahren gestorben ist. Das Gebet zeigte Wirkung. Es bewegte etwas, auch bei uns. Das war die einzige Beerdigung, die meine Großeltern bekommen haben, sagte der Enkel beim Gehen. Danke.
Ich stolpere immer wieder über die nationalsozialistische Vergangenheit, auch indem mir bewusst wird, wie wenige Juden jetzt im Vergleich mit damals in Freiburg leben und wie zaghaft der Neuaufbau pluralistischer jüdischer Strukturen vorangeht. Und so brauchen wir unbedingt die Unterstützung und Verstärkung von anderen Menschen aus anderen Religionen und Kulturkreisen, sodass unsere Gebete ankommen, damit wir auch in der Zukunft einen sicheren Ort haben werden, um beten zu können. Heute erinnern wir uns an die Seelen der vertriebenen und ermordeten Juden aus Freiburg. Wir können nicht anders. Etwas anderes haben wir ihnen nicht mehr zu bieten. Und so bedanke ich mich heute bei Ihnen. Danke, dass Sie heute hier stehen und dass Sie sich weigern zu vergessen, was damals geschehen ist. Danke, dass Sie uns nicht allein lassen in unserer Trauer. Danke, dass Sie auf das Gebet, das wir gleich sagen, Amen antworten, um ihm Flügel zu verleiten. Mögen diese Gebete uns stärken, sodass wir die Hoffnung an Gott und die Menschen nicht aufgeben, dass wir uns tagtäglich für einen gerechten Umgang mit allen Menschen einsetzen. Mögen alle Menschen schon in dieser Welt Ruhe und Sicherheit erleben und nicht erst im Jenseits. El Malerachanim, Gott der Barmherzigkeit, erhöre unsere Gebete, den Omar, und wir sagen Amen. 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 Hanatzim ve'ozrehem be'Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Dachau, Theresienstadt, Buchenwald, Bergen-Belsen, Sobibor, Babi Yar, Uvishar, Machanot, Hashmad, Be'erop.
saßen. Bavor sie anachno benehem, ob notehem, ob neimisch brotam, bekol kahol mit Palelim. Beat ilu ibras karach nishmotan. Began Eiden Tehe Menuchatam Lachen Baal Rachamim Yasirem Beseter Kenafav Leolamim Beyitzror Bitzror Achayim Et Nishmatan Adonai O Nachlatam Yanuchu Shalom Al Mishkevan Venomar Amen. Yitkadai, v'yitkadash shmei rabba. ועלמה דברך ירוטה וימליך מלכותה בחי חום וביום חום ובחיה בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב נמרו אמן יהי שמי רבה וברך לעולם ולעלמי עלמיה יהי שמי רבה וברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקדושה ורחום לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה באמירן בעלמה ואמרו אמן אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אמן עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, וימרו. אמן. אמן.
Danke für euer, für ihr Ausharren, für euer Beharren. Shalom Aleichem. Danke, Mike.